So schön kann die Brandung an der Küste der Nordsee sein. Zwar stürmt es hier und da schon mal, aber das macht der Schönheit keinen Abbruch. Auch etwas stärkere Wellen beeindrucken mit ihrer Kraft und Schönheit. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Film über unseren Urlaub 2019 an der Mündung der Westerschelde. Unser Campingplatz, auf dem wir schon jahrelang Gast sind, aus der Vogelperspektive. Aber nun von Anfang an. Es war der 7. April, die Uhr zeigte 7:45 Uhr, und ich fuhr mit unserem Karawan im Schlepptau in Richtung Niederlande los. Vorbei an der Kaiserstadt Aachen, und durch den Kennedy-Tunnel in Antwerpen, erreichte ich schließlich unser Urlaubsziel New Fleet. Das größte Risiko, in einen Stau zu geraten, bestand zweifellos am Kennedy-Tunnel in Antwerpen. Aber ich hatte Glück, meine Fahrbahn war relativ leer, und ich kam zügig voran. Endlich angekommen. Unser Campingplatz ist mittlerweile für uns eine zweite Heimat geworden. Nun mussten nur noch der Karawan ausgerichtet und das Vorzelt aufgebaut werden. Und der Urlaub konnte beginnen. Einer meiner ersten Pflichtfahrten war die Fahrt über die Panoramastraße in Richtung Breskens. Den ersten Anblick des Leuchtturms genießen und einen ersten Blick über die Scheldemündung in Richtung Vlissingen zu werfen. Leider blieb Vlissingen im undurchsichtigen Nebel verborgen. Jetzt noch schnell einkaufen, um die erste Woche, die ich alleine war, zu überleben. In den Geschäften, wie hier im Plus am Marktplatz, herrschte schon reger Einkaufsverkehr. Natürlich habe ich unsere guten Hausgeister Max und Harry mitgenommen. Max schaut neugierig in der neuen Gegend herum, gespannt auf alles, was noch auf ihn zukommen wird. Das war unser täglicher Blick auf die Nordsee, wenn wir mit unseren Hunden spazieren gingen. Hier eine erste Drohnenaufnahme vom Strand und dem benachbarten Landschaftsschutzgebiet Swadepolder.
unschwer zu erkennen, dass sich hier die Flut gerade zurückgezogen hat. Und trotzdem sieht man noch einige Gebiete, die bei Flut unter Wasser stehen. Für uns völlig überraschend besuchte uns unsere Vera aus Berlin. Am folgenden Tag beschlossen wir, ins benachbarte Belgien, in das bekannte Städtchen Brügge zu fahren und uns einen schönen Tag zu machen. Brügge ist die Hauptstadt und mit 118.000 Einwohnern auch die größte Stadt der Provinz Westflandern in Belgien. Da Brügge nie durch Kriege oder großflächige Brände zerstört wurde, sind mittelalterliches Stadtbild und historische Gebäude sehr gut erhalten. Die Stadt ist sowohl zu Fuß als auch per Bootstour oder klassisch mit einer Pferdekutsche zu erkunden. Über einen Arm der Nordsee, der 1134 infolge einer Sturmflut entstandenen Zwin und das kanalisierte Flüsschen Rhein, war die Stadt im Mittelalter direkt mit dem Meer verbunden und konnte so am Fernhandel teilhaben. Im Spätmittelalter war die niederländische Region um Brügge eines der Zentren der Textilindustrie und des Fernhandels in Europa. In der Stadt residierten zeitweise die Herzöge von Burgund, unter deren Herrschaft Brügge zu einer der wirtschaftlich und kulturell reichsten Städte im damaligen Europa wurde. Der Brügger Belfried ist 83 Meter hoch und in die Stadthallen am zentralen Marktplatz von Brügge integriert. Er wurde ebenso wie diese im 13. Jahrhundert erbaut. Vom Spätmittelalter bis heute dominiert er alle Bauwerke der Stadt. Noch heute darf ihn kein Neubau überragen. Der mittelalterliche Stadtkern wurde 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 2002 war Brügge europäische Kulturhauptstadt. Wegen der vielen Kanäle und Bogenbrücken wird Brügge auch Venedig des Nordens genannt. Bootsführer erklären in mehreren Sprachen die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die vom Wasser aus gesehen ganz neue Perspektiven ergeben. Immer wieder sieht man viele Touristen an den Anlegestellen der Kanalboote stehen, um eine Bootsfahrt zu machen. Daran erkennt man, wie beliebt diese Bootsfahrten bei den Touristen sind. Auch die Restaurants und Cafés am Ufer der Kanäle sind bei Einheimischen wie Touristen sehr beliebt.
Die Liebfrauenkirche, deren Anfänge in das frühe 13. Jahrhundert zurückreichen, gehört zu den frühesten Backsteinbauten in Flandern. Eine Legende behauptet, Maximilian, römisch-deutscher König und späterer Kaiser, hätte Brügge nach seiner Befreiung aus Brüggener Haft im Jahr 1488 dazu verurteilt, auf ewig Schwäne auf dem Minnewater zu halten. Die Schwäne sind dort auch heute noch zahlreich vertreten. Was in Venedig die Seufzerbrücke, ist in Brügge die sogenannte Kopfnussbrücke. Hier ist es sehr ratsam, den Kopf tief einzuziehen, sonst konnte es einem sehr, sehr schwarz vor Augen werden. Hier fahren wir gerade an der Rückseite des alten St. Jans Hospitals vorbei. Hier noch einen Blick auf den Rosenhuckkai und den alles überragenden Belfried von Brügge. Und mit diesem schönen Blauregen verabschieden wir uns vom wunderschönen Brügge und fahren zurück zu unserem Campingplatz nach Nieuwvliet. Am nächsten Morgen trieb mich die Neugier zum Nachbarshof unseres Campingplatzes. Ich hatte dort Ziegen gesehen. Aber die Ziegen hatten keinen Bock auf Video und beäugten mich nur aus der Entfernung. Was sie über mich dachten, will ich gar nicht erst wissen. Dafür zeigte mir der Hahn vom anderen Teil des Gartens, wie stressig es ist, einen Hühnerhaufen zu hüten. Der arme Kerl lief einer Henne hinterher, die seiner Meinung nach zu weit von ihm weggelaufen war. Und er ließ keinen Zweifel daran, wo sie hingehört. Bei meinem nächsten Drohnenflug über den Sint-Jansdijk staunte ich nicht schlecht, als ich sah, wie groß das Gebiet von Roompot für die neue Ferienanlage ist. Wenn das Wetter so gut ist wie in dieser Zeit, dann musste ich das einfach ausnutzen. Und mit der Drohne fliegen, wie hier am Strand von Nieuwvliet Bad. Deutlich kann man die kleinen Strandhäuschen, die zugegeben nicht ganz billig in der Miete sind, erkennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hier direkt am Strand Sonnenuntergänge erleben kann, die man nicht so schnell vergisst.
Es war etwas trübe an diesem Tag, und deshalb beschloss ich nach Sluis zu fahren und etwas durch die Innenstadt zu bummeln und die Stadt anzusehen. Da es mitten in der Woche war und auch noch früh am Vormittag, waren nicht allzu viele Menschen in der Stadt unterwegs. Dieses Denkmal zeigt Johan Hendrik van Dale, der das große Wörterbuch der niederländischen Sprache zusammensetzte. Dieses Lexikon ist auch zurzeit noch tonangebend im niederländischen Sprachraum. Die Stadt Sluis entstand bei einer Schleuse in Zwin, dem Wasserlauf, der Brügge einst Zugang zum Meer verschaffte. Sie erhielt vom flämischen Grafen Gwijde van Dampierre 1290 das Stadtrecht. Im 14. Jahrhundert war Sluis sehr wichtig als Vorhafen von Brügge. Im Jahre 1340 fand in der Bucht vor Sluis die erste große Schlacht des Hundertjährigen Krieges, die Seeschlacht von Sluis statt, die in einer katastrophalen Niederlage Frankreichs endete. Als sich Flandern im Jahre 1492 gegen den römisch-deutschen König Maximilian von Österreich erhob, wurde Sluis von Philipp von Kleve-Ravenstein vergeblich belagert. Um 1550 war das Zwin nicht länger befahrbar. Später wurde ein Kanal von Sluis nach Damme und von Damme nach Brügge gegraben, aber die großen Schiffe kamen nicht mehr nach Brügge. Die Blütezeit von Sluis war dadurch auch vorbei. Das Teilstück von Damme nach Brügge existiert heute noch. Man kann diesen Kanal mit einem Ausflugsraddampfer befahren. Die Windmühle von Sluis ist eines von mehreren Wahrzeichen der Stadt. Es gibt einige gemütliche Ecken in Sluis, die zum Verweilen einladen. Langsam aber sicher füllen sich die Straßen. Das Rathaus wurde 1390 erbaut. Es hat als einziges Rathaus in den Niederlanden einen Belfried. Da Sluis ehemals als Grenzstadt galt, werden noch heute typische verzollte Waren wie Alkohol, Zigaretten und Kosmetika steuerfrei verkauft. Das Rathaus mit seinem Belfried ist ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Natürlich gehört in eine Stadt wie Sluis auch eine Feuerwehr bzw. Brandwehr. Zum Abschluss meines Tagesausfluges halte ich fest, dass es sich lohnt, Sluis zu besuchen. Hier findet man alles, was man von einer Stadt erwartet. Hier sind tolle Restaurants, viele Geschäfte, angefangen von Lebensmitteldiscounter bis hin zum feinsten Modelabel vorhanden. Katzandbad ist der vielleicht bekannteste Badeort der Gemeinde Sluis. Viel touristische Infrastruktur und ein breiter Sandstrand tragen zu der Popularität bei.
Neben Campingplätzen und Bungalowparks gibt es in Cutsandbad aber auch recht viele Hotels, davon einige im 4-Sterne-Bereich. Cutsandbad liegt nahe der belgischen Grenze, nicht weit vom belgisch-niederländischen Naturpark Het Zwin, wo man unter Führung die Vogel- und Pflanzenwelt beobachten kann. Muscheln, Korallen und Schnecken, ausgestopfte Haie, Krabben und Hummer, Zähne von Haien und Rochen, der Muschelshop De Scheltenwinkel in Cutsandbad bietet mehr als 1100 verschiedene Muscheln aus der Nordsee. Zurzeit wird der große Parkplatz im Ortskern saniert und erweitert. Darum verlasse ich Cutsandbad auch wieder ganz schnell. Ich hoffe bei meinem nächsten Besuch, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und ich Cutsandbad wieder genießen kann. Ostermontag ist in Breskens der große Ostermarkt, der jedes Jahr stattfindet. Außer dem zweitägigen Fischereifest Mitte August, zählt der Ostermontag mit zu den Höhepunkten im Jahr und ist bei Einheimischen wie Touristen sehr beliebt und wird rege besucht. Die Aussteller sind meistens Händler aus dem Bereich Textil, Getränke und Fast Food. Hocherfreut über den großen Andrang sind die Restaurants am Rande der Straße. Der Yachthafen von Breskens bietet Platz für ca. 600 Yachten. Von hier aus können die Segler die Schelde stromaufwärts Richtung Antwerpen oder auf der offenen Nordsee Richtung Knokke heißt oder an Vlissingen vorbei in Richtung Norden segeln. Nicht nur bei Menschen beliebt. Dieser hübsche Bursche wollte am liebsten gleich nochmal ins Wasser. Bei ruhigem Wetter war es besonders idyllisch, gegen Abend mit den Hunden am Strand zu sein. Dabei kann man die herrliche See genießen und seinen eigenen Gedanken hinterherhängen. Wenn es mal stürmt, kommt es vor, dass Algen in Form von Schaumteppichen die Strände bedecken. Die Schaumteppiche entstehen durch winzige Lebewesen, und zwar kleine Schaumalgen, die für den weißen Teppich verantwortlich sind. Der Schaum entsteht, wenn sie von Wind und Wellen kräftig durchgeschüttelt werden. Auch zwischen den Wellenbrechern bildet sich der Schaum. Am St. Jansdijk bei Nieuwvliet liegt ein ungewöhnlicher Ex-Bauernhof. Das Museumscafé Het Kuckucksnest. Das Kuckucksnest ist ein authentisch restauriertes Bauernhaus mit zwei Scheunen und ehemaliger Schweinezucht aus dem Jahr 1850. Wo früher Bauern ihr Brot mit Viehzucht und Ackerbau verdienten, ist heute ein Museumscafé, Restaurant und Gartencafé mit schattenspendenden Bäumen untergebracht. Innen gefüllt mit den verrücktesten und skurrilsten Dingen, die der Eigentümer und Künstler Ronald Spiesens sammelt. Bei Getränken, Pfannkuchen und Waffeln können sich große und kleine Besucher nach einer Fahrradtour durch die Polder bei ungewöhnlichen Sammelstücken erholen. Der Leuchtturm Nieuwes Luis südlich von Breskens ist eine echte Sehenswürdigkeit. Seit dem 19. Januar 1868 sicherte er die Schifffahrt an der Westerschelde-Mündung durch sein weiß-rot-grünes Leuchtfeuer.
Nach über 140 Jahren wurde der Leuchtturm von Breskens am 3. Oktober 2011 außer Dienst gestellt. Der im Grundriss achteckige, 22,4 Meter hohe und zwischen 5 und 2,30 Meter im Durchmesser breite Leuchtturm von Breskens ist der südlichste Leuchtturm der Niederlande. Der einzige Leuchtturm auf der südlichen Seite der Westerschelde und der älteste noch erhaltene aus Gusseisen. In seiner Amtszeit änderte der Turm sein Äußeres mehrfach. Anfänglich war Nieuwesluis gelb gestrichen, danach mehrere Male rot-weiß, gelb-grüntanfarben im Krieg und bis Ende 2014 durch drei schwarze und zwei weiße Ringe gekennzeichnet. Seit der Renovierung 2015 hat der neue Leuchtturm nun Veranstaltungsräume erhalten und sein Licht leuchtet auch wieder. Den Leuchtturm-Veteran kann man an Wochenenden besichtigen und besteigen. Aufgrund des begrenzten Raumes können maximal 15 Personen gleichzeitig den Leuchtturm besichtigen. In West-Zeeuws-Vlaanderen liegt das Dorf der Papvreters, der Breifresser, mit dem Namen Hierode. Ein Dorf, in dem die Kunst eine zentrale Rolle spielt. Der Beiname der Einwohner leitet sich von einer lokalen Gebäckspezialität ab, einem Puddingteilchen namens Hierose Paptaart. Diese Süßigkeit boten früher die Grundbesitzer den Bauern an, wenn diese auf den Gutshof kamen, um ihre Pacht zu bezahlen. Der Name Hierode taucht erstmals zu Beginn des 12. Jahrhunderts auf. Erst 200 Jahre später entstand ein echter Dorfkern. Ebenso wie viele andere Orte in West-Zeeuws-Vlaanderen ist Hierode von Überschwemmungen gezeichnet. Zwischen 1583 und 1612 stand der ganze Ort unter Wasser, nur der Kirchturm ragte aus der Wasserfläche hinaus. Die Hierode Kerk bildet den Mittelpunkt des Dorfes. Ihr ältester Teil, der Kirchturm, datiert aus dem 14. Jahrhundert. Das Mittel- und das Nordschiff stammen aus dem 15. Jahrhundert, das Südschiff von etwa 1500. Die historische Kanzel war eine Schenkung der Familie von Jakob Kaatz, 1577 bis 1660. Der Dichter und Politiker wohnte einige Jahre im Kaatsweg und machte sich als Deichbauer um das Wohl des Dorfes verdient. Heute blickt eine Statue von ihm, auf einem Stuhl neben der Kirche sitzend, auf die umliegenden Kaffeeterrassen. Die Hierode Kerk ist heute multifunktional. Sie kann sowohl für Gottesdienste als auch für nicht-religiöse kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Das kulturelle Zentrum in Hierode ist das Het Vlaemsche Erfjord in der Sleikstraat. Hier trifft sich auf den wenigen Metern dieser Straße aus dem 13. Jahrhundert Historisches mit Nostalgischem. Und mit diesen Bildern aus Hierode möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, der Film hat gefallen. In diesem Sinne, tot ziens und auf Wiedersehen.